Einen wunderschönen, er geht schon weg. Wunderschönen guten Tag, willkommen zurück bei We Were Here mit der Friendship. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie genau der Titel nochmal ist. Aber wir sind jetzt hier Expeditions. Der zweiten Expeditions. Ja, irgendwas. Wir müssen unsere Freundschaft unter Beweis stellen. Und wer wir nicht kennt, We Were Here ist natürlich Rätsel lösen. Mit dabei ist Yogi. Hallo, Krio. Da drüben. Wir nutzen nicht das Mikrofon, weil ich habe keine Lust drauf. Check, check. Grill, ich habe hier direkt wieder drei Ticketautomaten. Einen roten mit einem, ich sag mal, Brettkreuz, wo zwei Fässer dranhängen. Einen gelben mit einem Schnörkelkreuz, wo zwei Lampen dranhängen. Und einen blauen mit einem Kreuz, was aussieht, als würde ein Kind ein Vogel zeichnen oben. Und da hängen auch zwei Fässer dran. Ich dachte jetzt gerade, ich mal Vogel weiter hoch. Zeigen. So, warte, du hast, was hast du für, ich habe hier vier tanzende Mannequins auf unterschiedlichen Höhen. Die haben, ja, die habe ich jetzt hier oben dann auch. Jedes Mannequin hat ein eigenes Symbol unter sich. Okay, was für Symbole hast du? Einmal quasi, rechter Winkel und noch ein Kreis. Also wie wenn du einen rechten Winkel, in der Mathematik, wenn du einen rechten Winkel anzeigst, machst du ja rechten Winkel, machst einen Kreis und einen Punkt rein, ja? Der macht den auch in rechten Winkel, aber macht die äußeren 270 Grad. So ein Kreis drumherum. Okay. Ja. Dann quasi, würde ich sagen, ein sehr, sehr vereinfachter Tannenbaum. Also ein Dreieck auf einem, mit einem Ding drunter, mit einem Stamm drunter. Dann würde ich sagen, einer, der ein Strichmännchen, das sich zurücklehnt und die Beine so angewinkelt hat. Nur halt mit dem Bogen. Und ich würde sagen, sowas wie eine geschlossene Blume oder so. Könnte Tulpe sein oder so. So ein Haube vielleicht. Ja, wo sollen wir das Ganze so Nöppel rausgucken? Ich wollte gerade sagen, sollen wir es jugendfreundlich halten oder nicht? Ich würde es erstmal hier nicht jugendfreundlich halten. Nicht jugendfreundlich halten, weil es hat oben Ähnlichkeit ein bisschen mit einer Eichel. Ja. Wo oben aber auch so was rausguckt. Ja, genau. Das habe ich auch als hier Steuerrad quasi, aber ich habe eine Banane, also zwei Bananen an einem Ding. Ich habe einen Fisch, also den Christenfisch, mit einem Halbkreis noch durch. Und dann habe ich nochmal, das aussieht wie eine Blüte, und unten guckt was raus. Warte mal, du hast was von drei Dingern gesagt, gell? Ja, aber die waren ganz unten als Ticketautomaten. Ich habe hier im Prinzip drei, wenn man so will, so drei Schaukästen sind das. Links, rechts und Mitte. Und das, was ich nur sehen kann aktuell, ist die Mitte mit den vier Mannequins. Da oben ist dann noch ein Anker hinten dran als Emblem. Du hast die Eichel, die abspritzt, ne? Ja. Was ist denn dein erstes Symbol nochmal? Oder hat das eine Reihenfolge überhaupt? Wenn wir davon ausgehen, dass die Höhe der Position der Mannequins angeht, wäre das niedrigste das mit dem umgekehrten rechten Winkel. Ja, aber das sieht nicht aus wie der Christenfisch mit noch einem Halbkreis durch, oder? Nee. Okay. Nee, ja, das Symbol halt habe ich nicht. Ist halt, das Einzige, was wir beide haben, ist anscheinend die Eichel. Sind deine Schaukästen, sind die so, ich sag mal, 4 Meter groß? Ja, kommt hin. Also um so einen Raum angeordnet, sag ich mal. In so einem Raum angeordnet, ja, geradeaus. Okay. Also einer ist auf 12 Uhr, einer auf 11, einer auf 1 Uhr. Und der okay, auf 12 Uhr ist offen. Dann habe ich auch quasi diese Schaukästen. Ganz links ist ein Retry. Dann kommen meine Symbole. Der auf 12 Uhr ist eine Puppe, die die Arme hochreißt. Ja, im Prinzip ein Kreuz macht, sag ich mal. Also nicht ein Kreuz, sondern so ein V mit den Armen nach oben gerissen. Und danach runtergeht und so die Siegerpose einmal, also einmal die Faust macht und. Das ist bei mir auch, das macht die Person mit der Eichel. Okay. Bei mir. Dann drehe ich jetzt mal an dem Rad mit der Eichel. Mach mal. Jetzt ist das Ding zu. Bei mir auch. Und es gibt, zieh den Enker hoch. Ja, hier kommt hier die erste Runde. Okay, du hörst das auch, okay. Okay, wir haben anscheinend einen Timer. Okay, Zeit, welche Symbole hast du? Ein Boot, Banane, die auf Eiche. Ja, ich habe 4 Mannequin. Okay. Boot, Banane, Eichel und offener Pokéball, wenn man so will.
Jetzt habe ich Banane, zwei Bananen, offener Pokéball und es könnte man als Vogel sagen. So ein Vögelein. Oh, jetzt habe ich links. Boot, Pokéball, Batman mit Heiligenschein und Eichel. Okay, Boot. Doppelte Wellen. Jetzt habe ich Jesusfisch mit Auge drin. Oder das ist das mit dem Kreis, wo du meintest. Ja, weiter. Teufel eventuell. Drei Tannenbaum mit Teufel, Banane und doppelte Wellen mit einem Kassen Brot. Und Brotchen drauf. Ja. Das war knapp. Das war knapp. Zeit war fast auf. Oh je. Okay. Okay, oh mein Gott. Frage, ich muss rausfinden. Ich habe hier, Welche Bewegung macht dein Mannequin? Er macht einfach nur so Weihnachtsmann-Tanz. Dann ein sitzender Mann mit einem gehobenen Hand. Habe ich. Nice. Okay, Tanz? Ja, so Ballerina-ähnlich, würde ich sagen. Ballerina-ähnlich, Batman mit Boot drauf. Mit Boot drauf? Oh ja, das war das Glück. Das war mein Heiligenschein ursprünglich. Okay, Bewegung? Er zeigt so den Finger so, nein. Wieder sitzen wie am Anfang, mit dem Arm am Kreis. Ja, habe ich. Okay. Er steht einfach nur da, so mit Arm in der Hüfte, Augenbraue Batman nach oben. Batman mit Boot drauf. Batman Heiligenschein, mit Boot drauf. Also Engel. Ja, nennen wir es Engel. Schon. Er zeigt die Hände nach vorne, so abweisend, ängstlich. Abweisend, Dreieck mit Kreis drum, also rechter... Rechter Winkel. Ja, schon verstanden. Okay. Jetzt weiß ich, was du machen musstest anscheinend. Ja, ich hatte es am Anfang, aber... Also ich hatte... Am Anfang hatte ich vier Hebel quasi und musste immer an dem ziehen, den du auch hattest. Ah, okay. Also, genau. Ja, das lief dann doch. Okay, was passiert eben? Da passiert noch was, ja, sehe ich auch gerade. Ich habe einen da mit verschränkten Beinen und verschränkten Armen. Ich habe 8 Leute hier. Okay, Symbole. Ich hab viel. Oh, verdammt, das ist scheiße. Wahrscheinlich Eichel mit dem verschränkten Bein. Eichel, würde ich sagen. Ja, okay, zu spät. Ja, das ist schwierig, weil ich hab 8 Figuren jetzt hier. Ja, das ist gut. Wir müssen ja auch immer erstmal checken, wie das Spiel funktioniert, sag ich. Und ich war auch schon einen Schritt raus. Das heißt, ich musste wieder zurückgehen. Okay, bei mir sind jetzt alle Vorhänge zu. Licht ist aus bei mir. Ein Ticket vom Mannschaftskarussell erhalten. Ich zieh jetzt mal hier am Hebel. Ah! Dann geh ich nochmal zurück. Okay, ich nehme an, das jetzt unser. Nämlich jetzt das gut. Silberne Ticket. Sehr gut. Aber es gäbe auch ein goldenes. Und waren wir vielleicht nicht perfekt? Ja, gut, wir haben ja versagt gerade. Sollen wir das Silberne einfordern? Oder hast du ein Retry-System? Ich habe ein Retry, aber da brauche ich halt ein Ticket für, aber da kann ich den Silbernen reinschmeißen. Sollen wir retryen? Komm. Die Frage ist: Willst du es nochmal machen, dass wir. Wollen wir komplett auf Gold gehen? Ich will schon auf Gold gehen. Ja, gut, dann gehen wir auf Gold. Dann gehe ich wieder zurück. Dann retry. Okay, ich bin im retry. Weil dann musste ich nochmal zurückgehen. Okay. Was für eine Figur macht einer? Bein anwinkeln und Hände so rechts hinterm Kopf verschlagen. Links. Hm? Ja, ich nehme an, dass du dann ein Boot hast, eventuell. Ich hab ein Boot. Weil ich hab da. Ich will so nicht hinterm Kopf, sondern so verliebter Blick ist das quasi. Genau, verliebter Blick, nennen wir es verliebter Blick. Ja, das ist bei mir mit Boot. Okay, dann starte ich jetzt mal die Runde. Let's go. So, wo ist jetzt Bild? Mitte, okay. So. Okay. Da. Siegerpose, also Faust, also hoch, Faust runter. Beide Arme nach oben, das ist hier doppelte Wellen mit Schiff drauf. Jo. Jetzt auf der Seite. Eine Hand nach vorne, Bauch halten. Also nach hinten fallen und dann erleichtert sein quasi. Das wird wahrscheinlich Jesus-Schiff Fisch sein mit einem Halbkreis durch, nehme ich an. Jo. Das ist schwer zu erkennen teilweise. Verliebt wieder, verliebt. Verliebt ist Jesus-Fisch mit Auge drin. Jo. Jetzt ist hier. Traurig, heult. Das wird wahrscheinlich so lachende Person mit so, also ja, Frau sein mit Ding oben, ja. Okay. Okay, erste Runde überstanden. Jetzt Speedy. So, jetzt muss ich mal gucken. Wo ist? Mitte. Weinen. Weinen. Da, Tannenbaum. Einfacher Tannenbaum. Ja, hab ich. Okay. Nein. Boot. Richtiges mit Boot. Mit einfachem Segel, Dreiecksegel. Ja.
Ja. Hab gerade gesehen, daneben war noch ein Boot mit Vierecksegel. Frage, so Hand am Kopf und also Finger an... Fisch mit Auge drin. Fisch mit Auge drin, jawohl. Froh, stolz, Arm in der Brust, nach, in der Hüfte nach oben guckend. Tannenbaum, der die Arme nach oben reißt. Jawohl. Ist manchmal schwer zu was man sagen will, so. Halt, so einen Fuß nach oben, Hand nach vorne. Banane, einzelne Banane. Einzelne Banane habe ich nicht. Eichel. Eichel habe ich, ja. Das ist das nach hinten fallen und dann eine Leistung. So hatte ich das vorhin genannt. Ja, das ist manchmal ist das schwierig. Okay, jetzt müssen wir warten. Ich war ja, schon jetzt kommt wieder die Runde, wo du 8 hast und ich. Hast du auch 8 oder nur 1? Ich habe 8 Hebel und ich habe die Position Hände hinterm Rücken verschränkt. Hände hinterm Rücken verschränkt. Siegerposition mit Kreis in der Mitte. Okay. Ich habe 8 Hebel halt jetzt. Ich habe Weihnachtsmann tanzen. Weihnachtsmann tanzen. Frau freut sich. Ja. Hände in die Hüften einfach. Hände in die Hüften. Tannenbaum normal. Jawohl. Eben. Hand in den Hüften. Ohne Bewegung. Boot ja, mit rundem Segel, also so halbrundem Segel obendrauf. Nein. Burgerbrötchen mit Strich dazwischen? Nein. Jetzt haben wir wieder vermasselt, wieder nur Silber. Ach, eins zermasselt, ey. Aber Hände einfach in den Hüften nur gehabt. Ja, immer so Weihnachtsmann-Tanzer. Ach, Weihnachtsmann, das ist ein Unterschied. Ja gut, ist halt, die Hand ist halt in der Hüfte. Die bleiben ja nicht stehen, oder? Nee, es gibt einen, der hat die Hände in den Hüften und bewegt sich nicht. Und es gibt einen, der hat die Hüften und wackelt mit dem Arsch quasi weihnachtsmäßig links rechts. Ich habe nie einen gesehen, der stehen bleibt. Ich habe immer Bewegung gehabt. Okay, dann schmeiß rein, Retry. Ja, natürlich. Okay. So geht das nicht. Alle guten Dinge sind 3 und 20. Okay, wollen wir hier kurz ein Stück Wasser nehmen? So? Ah! Was für ein Figur hast du? Ihr habt jetzt den Weihnachtsmann. Ja, also ich habe noch nie einen gesehen, der... Hattest du schon noch einen anderen, der sich nicht bewegt? Ja, yeah, also im Prinzip exakt die gleiche Pose, nur ohne das Wackeln. Also komplett ohne Wackeln, wirklich eine stille Figur. Ja, der hat einfach nur der zwinkert mit den Augen oder so noch, ne? Also zieht die Augenbrauen hoch, glaube okay. ich. Aber okay, habe ich nie gesehen, glaube ich. Okay. Ja gut, das ist freudige Person, also nicht die Frau, sondern mit dem Kreis noch in der Mitte. Ja. Let's go. Roger, Roger. So. Zum dritten Mal. Arme hinterm Dings, beide Arme hinterm Rücken. Beide Arme ist jubelnde Person, jubelnde Frau, nenn ich's mal. Jubelnder Tannenbaum in meinem Fall. Ja, ist dasselbe. Weihnachtsmann. Hände in den Hüften und wackelnd. Jubelnde Person mit Kreis in der Mitte. Jawohl. Was ist hier? Weinend. Weinend ist doppelte Welle mit Boot, würde ich sagen. Jo. Na, das ist weinend jetzt. Also, ne, erst irgendwie die Hände an der Hüfte und im Gesicht und dann erschrecken und weinen vielleicht. Alle guten Dinge sind 4. Jo, jo, jo. Roger, Roger. Du hast es vermasselt. Over and out. Ach so, es ist wie. Warum war das jetzt schon vorbei? Weil es falsch war. Warum war das falsch? Kann man nicht nochmal retryen? Ja doch, bin schon dabei. 5 Tickets geschreddert. Wir wollen nur alle Achievements haben, deswegen. Richtig, darum geht's uns ja. Sassy mit dem Finger nach vorne, nein, nein, nein. Ja, ist Boot. Boot mit dreieckigem Segel nehme ich. Ja, ja, genau. Boot okay, mit dreieckigem let's Segel. Go. Komm, irgendwann kriegen wir das hin. Die Folge müssen wir länger ziehen, deswegen. Ja, natürlich. Wahrscheinlich da, nee, da. Heulen ohne vorherige Bewegung. Eine also komplett Gesicht. Heulen. Dann ist es komplett doppelte Welle mit Ding drauf. Mit ja. Nussschale drauf, wenn man so will. Offene Doppelwelle. Hände in den Hüften ohne Bewegung. Also nie die Augenbrauen, ja. Das ist Banane mit Kreis. Ah, Bananenkreis. Fällt nach hinten, ist erleichtert. Fällt nach hinten, ist erleichtert. Es wird wahrscheinlich die Eichel sein, nehme ich an, weil das ist das Einzige, was ein bisschen nach hinten fallend ist. Ja. Am Anfang streckt er so eine Hand, heulen. Aber nicht das ganze Heulen, das ist das halbe Heulen quasi. Dann ist es Heulen. Batman mit Engel. Engel.
Okay. Sieht es für mich so aus, als würde er nach hinten fallen und dann ja, es ist manchmal sein. Weil so eine Hand nach vorne und das Bein irgendwie weg. Okay. Nein, nein, nein. Rechter Winkel mit einem Doppelkreis nach unten. Also das wäre diesmal ärgerlich gewesen, weil diesmal gab es hier nämlich zwei Eicheln, eine mit und eine ohne das, was rauskommt. Okay, Position? Weinen und dann so leicht zurückgehen. Boot mit rundem, halbrundem Segel. So Arme hinterm Rücken verschränkt und Beine hintereinander verschränkt. Banane mit Kreis drauf. Jawohl. Weinen und ein bisschen zurückgehen. Weinen, ein bisschen zurückgehen. Fisch mit Auge. Hab ich. Wütend würde ich es nennen. Faust. Ja, Drohend. Fisch mit Halbkreis durch. Ja. Der droht ist neu. Den habe ich bisher noch nicht gesehen. Okay, jetzt komm. Ich glaube ich auch nicht. Okay. Komm schon, das kriegen wir jetzt. Jetzt müssen wir schnell sein. Okay. Komm, das kriegen wir hin. Konzentration. Watcher, watcher. Let's go. Arme nach oben gerissen, Siegerpose, Faust runter. Arme nach oben, Faust runter. Kniendes Männchen. Also, zurücklehnendes Männchen mit Beinen. Ja. Runden Beinen. Sitzend, hätte ich gedacht. Ja, sitzend, ja. Okay. Weinen, so ein bisschen so, oh mein Gott, weinen ist das quasi. Mensch mit Kreis und hochgerissenen Armen. Ja. Oh, gerade noch so gesehen. Fast daneben gedrückt. Arme hinterm Rücken verschränkt, Bein verschränkt. Arme hinterm Rücken und Bein verschränkt. Boot mit viereckigen Segel. Und das Vierersegel, klein oder großes Segel? Groß würde ich sagen. Mit Vierecken, es ist schwer. Das gibt es nämlich auch, das hatte ich beide. Ich hatte einmal eins mit einem großen. Wir haben es wieder vermasselt. Ah! Also es gibt eins, wo das Boot unten relativ klein ist und das Segel fast so, ich sag mal, bildfüllend. Und es gibt eins, wo das viereckige Segel exakt das gleiche ist, nur winzig im Vergleich. Ach, okay. Wir kriegen das irgendwann, leider. Irgendwann kriegen wir das hin. Was so fies ist, er geht mit den Punkten auch immer nur bis zum silbernen Ticket hoch, ne? Er behauptet immer, wir wären genauso schlecht wie davor. Ach Mann. Okay. Ich hätte einen jungen Mann, der nach hinten fällt und danach erleichtert ist, dass er nicht umgefallen ist. Zurückfallen, dann erleichtert? Das muss der eigentlich recht sein. Ich würde nicht also erleichtert. Also der geht mit dem linken Bein nach vorne. Ja, ja. Und streckt dabei die rechte Hand nach vorne und die linke zur Seite. Und ich würde die Reaktion danach aber nicht erleichtert, oder? So die Hand am Kopf, meinst du, ist es erleichtert? Das wäre für mich so, oh fuck, ich rutsche. Ah, ja, okay. Das ist nicht passiert. Weißt du, die Hand so halt gegen den Kopf so, ah. Oh. Ja, ist Jubelpose. Ohne Kreis, falls du die hast. Was hast du? Achso, das war das, wo man vier verschiedene hatte. Genau. Kann ich höchstens in WhatsApp-Bilder schicken. Freut sich und wütend. Nee, wütend. Nur wütend. Fisch mit Auge. Jawohl. Arme und Beine verschränkt. Hinterm Rücken. Großes Segel. Also richtig großes Segel. Ja, Vierer. Das ist das große Segel. Großes viereckiges Segel. Ja. Hand nach vorne, Finger. Nein, nein, nein. Rechter Winkel mit Auge. Rechter Winkel mit Auge. Okay. Weil den gibt's auch ohne, hatte ich beide gerade. Verliebt. Doppelbanane. Doppelbanane. Gut, diese erste Runde ist ja also haben wir gut gemacht. Die haben ja inzwischen einigermaßen drauf, wenn man so will. Nein, nein, nein. Eichel ohne Punkt. Ja. Oben drüber. Tulpe. Es könnte auch eine Tulpe sein. Weinen und dann zurücklehnen der Kopf. Bein und zurücklegen. Banane mit Kreis drauf. Jawohl. Stolz. Weihnachtsmann-Tanz, also wenn du willst. Er bewegt sich. Okay, Doppelbanane. Weinen und zurücklehnen. Boot mit viereckigem Segel. Jawohl. Beziehungsweise Strich mit viereckigem Segel tatsächlich einfach nur. Hand nach vorne. So. Und ängstlich. Während angstmäßig. Banane mit Kreis. Banane mit Kreis. Jawohl. So, komm jetzt. Auf dem Weg zu Gold. Komm schon. 5 Stück noch.
fünf Stück noch. Auf geht's jetzt. Ah, wenn ich könnte, würde ich jetzt gegen die Faust schlagen. So, ah, motiviert. Wir kriegen das schon hin. Irgendwann kriegen wir es hin. Arme hinterm Rücken. Mit Beine auch oder nur Arme? Beides hinterm Rücken. Jubelmensch. Jubelpose. Ah, das ist immer schlimm, weil da acht Sachen sind. Weinen. Und dann Kopf kurz hoch und dann weiter weinen. Jubelmensch mit kreisrundem Kopf. Ja, sehe ich. Komm schon. Finger, nein. Rechter Winkel mit Auge. Oh, da ist er. Mir auch erstmal hinlaufen. Ja, das ist auch schlimm. Beine hinter den Rücken. Also Beine und Arme verschränkt hinterm Rücken jeweils. Boot mit viereckigem Segel, was durchkreuzt ist. Aber großes ja. Segel. Ja. Also Strich mit viereckigem Segel, sagen wir es so. Komm schon. Nach hinten fallen erleichtert sein. Doppelwelle mit Kreis. Also Brötchen drauf, wenn man so will. Doppelwelle mit Brötchen, ja. Da ist es! Ich glaube, 5 Versuche haben wir jetzt gebraucht. Hast du dein Goldticket gekriegt? Ja, dann hol ich mal unser goldenes Ticket, ne? Ja. Aber es passiert nichts, Krian. Ich bin nochmal ganz kurz zurück, nicht, dass da noch was kommt. Check, check. Jetzt kann ich, glaube ich, das Ticket holen. Jetzt kann ich so. Okay. Ich hatte jetzt ein bisschen Angst. Er freut sich. Er geht hoch. Ach ja. 15. Krian, ich habe ein goldenes Ticket. Sehr gut. Ich habe ein goldenes Ticket. Ich würde sagen, den Preis fordern wir nächste Folge ein. Bleibt gesund, haut rein und bye bye. Auf Wiedersehen.